Willkommen zurück zu We Were Here Together mit der lieben Kati. Hallo. Hallo. Oh, haben wir uns nicht gut angestellt in der letzten Folge? Ja, ne? Das ging doch eigentlich, ja. Die Maschine läuft, wir können fahren. Also das ist doch die Hauptsache. Genau, genau. Der Weg ist das Ziel, habe ich mal irgendwo gehört. Der Weg genau, ist das Ziel. Genau. So, dann ab mit uns rein. Warte auf den Partner. Yay. Und es geht hinaus in den Schneesturm. Yay. Meinst du, wir werden wieder auf so ein irres Schloss treffen? Garantiert. Der Albtraum vom Anfang hat bestimmt was zu bedeuten. Oh ja. Oh, weißt du noch damals in dem Schloss, wo uns irgend so ein Vieh verfolgt hat, bei dieser komischen Theatershow, ey? Ja. Oh Gott, das war wirklich mega creepy. Absolut. Aber schön, wie sie jetzt so eine Story drumherum bauen. Ja, mega. Mir. Ich wette, wir werden mega in die Falle gelockt. Aber okay. Hallo. Garantiert. Wir sollten den Moment noch genießen, wo wir zusammen rumlaufen können. Ja, wo wir noch winken können und uns entspannen können, wo unser Auto noch bei uns ist. Ein Schneemobil, das sind bestimmt von den Leuten, die hier irgendwo festsitzen. Ich wollte gerade fragen, fährst du mich damit bitte? Ich habe keine Lust mehr zu laufen. Geht wohl nicht mehr. Oh. Alles eingefroren hier. Aber ich muss... Oh Gott, guck mal, das sieht ja cool aus. Und wir haben irgendwie ein Tagebuch. Wo haben wir ein Tagebuch? Oh Gott, stimmt. Guck mal da. Oh, die eine Leuchtrakete. Leuchtrakete, aha. Oh, das ist ein Stück weit weg. Ja, ein ganz schönes Stück. Wenn ich mir das so angucke, da haben wir was vor uns. So, warte mal, ich guck mal gerade. Ah, Logbuch, hier. Seltsame Träume haben unser Expeditionsteam in letzter Zeit heimgesucht. Wir haben ein Notsignal erhalten. Wer auch immer da draußen ist, braucht unsere Hilfe. Ein verlassenes Schneemobil. Es scheint, wer auch immer das Signal sendete, ging zu Fuß weiter. Oh, unser Logbuch ist ja richtig, Oha. Schick. Informativ. Okay. So, aber das sieht ja schon wieder mal fancy aus, was da aufgestellt ist. Absolut. Mhm. Ich muss ja wirklich sagen, ich bin totaler Fan von dem Spiel mittlerweile geworden. Ich meine, das erste war noch kostenlos, es ging halt leider nicht so lang. Aber wir haben damals schon gesagt, dass wir uns echt gewünscht hätten, dass das länger geht. Und deswegen freue ich mich total, dass sie nochmal was rausgebracht haben. Ja. Also was macht immer wieder Spaß. Vor allem einfach diese Koop-Rätselerei, das ist halt so eine schöne Idee. Ja, genau. Dass man halt auch wirklich nicht sieht, was der andere sieht, sondern seine eigene Sicht hat. Ja. Und beide Sichten sind aber mega interessant, weil jeder dann was anderes zum Rätsel beiträgt. Ja, ich liebe sowas. Das stimmt. Gerade wenn es so in den Innenareal war, ich habe mich immer so ein bisschen wie in einem Escape Room gefühlt. Weil in letzter Zeit, total. letzter Zeit mache ich die auch total gerne im Real Life und deswegen das macht Escape einfach Spaß. Sind aber auch, ja, sowas ist mega cool. Mhm. Okay, hier kann einer von uns irgendwie was machen. Ah, nach oben. Ah, wir können hier bestimmt beide rauf, oder? Ja, sicher. Oder? Ja. Nach oben und nach unten geht auch. Uhu. Also, oh, also wahrscheinlich nicht noch. Oh, okay. Das war ja eine kurze Fahrt. Und vor allem, John und ich, wir sind ja schon alte Together-Rätsel-Pros, wenn man mal so überlegt, Amnesia damals, ey. Oh, ja. Oh Gott, Amnesia. Ich erinnere mich immer noch gern daran. Ja, außer das war unser erstes Teil. Together. Ach Gott, der zweite, ey, das kann man keinem erzählen. Hier ist so ein Dino drauf, der Edelsteine futtert. Okay, also hier ist erstmal nichts, außer ein Edelstein futternder Dino. Auf der anderen Seite war jetzt auch nichts, außer so ein Aufzug. Das kann man nicht schieben? Nee, okay. Den kann man aber auch irgendwie nicht runterlassen. Aber wir waren ja auch unten noch nicht überall, nehme ich an. Vielleicht, wenn du den runterlässt? Nee, stimmt, dann habe ich ja nichts davon. Aber du kannst ja mal gucken, ob auf dem Aufzug irgendwas Spannendes ist. Nö, und? Leider nicht. Und ich komme auch nicht auch nicht mehr runter dann. Ist ja merkwürdig. Hallo. Treten Sie ein. Tag. Dankeschön. Schön hier, so verschneit. Und so abseits der Welt.
Da kriegt okay, man doch richtig Weihnachtsstimmung hier. Oh, total. Aber hallo, ich bin schon seit 2-3 Monaten in Weihnachtsstimmung. Das glaubt mir keiner, aber es ist wirklich so. Ich bin schon seit meinem Geburtstag oder so, bin ich schon in Weihnachtsstimmung. Einfach, weil ich so Bock auf Weihnachten habe. Einfach, weil ich habe Bock auf Lebkuchen und Kekse und einfach auf kuschelig irgendwie herumliegen. Mhm. Ah. Ich bin, dabei war gerade mal Halloween, aber ich bin schon absolut in Weihnachtsstimmung. Ja, kann ich verstehen. Ich liebe Weihnachten. Okay, also wir haben hier nichts, außer irgendwelche Loren, die hier heruntergefallen sind. Mhm. Ansonsten ja nicht. Also irgendwie müssen wir da oben was machen können, oder nicht? Ja, anscheinend. Also wir müssen wahrscheinlich irgendwie die Aufzüge, ja? Wir könnten mal gucken, wir haben zwar oben geguckt, aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel du hochfährst und vielleicht sehe ich dann unten was Spannendes. Okay. Wer weiß. Vielleicht hat der Fahrstuhl unten auch was Schönes. Ja. Simsim. Nee, da ist Schnee. Okay, cool. Ja. Das einzig Auffällige ist hier, dass man hier auf diesen Fahrstuhl hoch kann, auf den zweiten hier, weil der ist nämlich nicht abgeschlossen. Aber das bringt einem irgendwie nichts, weil... Manchmal kann ich da hochhüpfen. Nee. Ja, ich sehe ihn ja, aber... Kommt man so nicht ran. Nee. Ich verstehe halt auch nicht, hier ist so eine Lore, aber... Bringt irgendwie nichts. Ja. Nee, also von hier unten tut sich nichts. Hier kann ich irgendwie auch nicht rüberhüpfen. Der Fahrstuhl ist irgendwie offenbar nicht mehr existent. Hä? Der da geht ja auch überhaupt nicht, der andere Fahrstuhl hier. Nee. Achso, Moment, das ist ja der... Das ist unser, ja, okay. Und hier kann ich aber auch nichts verschieben oder so. Ach, Moment mal. Hab ich das gerade? Ja, hast du den jetzt hoch und runter bekommen? Wenn wir den einen Fahrstuhl hoch und runter machen, geht der andere mit, also in die jeweilige andere Richtung. Welcher denn? Wo bist denn du? Achso, ich bin immer noch bei dem Fahrstuhl hier. Hä? Ich bin immer noch hier, irgendwie im Fahrstuhl. Achso, du bist... Ah. Okay, dann warte mal, dann gehe ich jetzt mal raus. Hoch. Okay. Bin ich... Achso, ich bin jetzt ganz woanders. Ich dachte, das wäre unser gewesen. Nee, der hier hinten. Okay. Aber wie hast du denn den Fahrstuhl da unten bedient bekommen? Ist da noch ein Knopf an der Seite? Nee, die bewegen sich zusammen. Also wenn man den einen benutzt. Okay, verstehe. Hm? Okay. Okay. Hast du da hinten noch irgendwas? Schon sind wir getrennt. Aber mal schauen. Okay, ich laufe jetzt erstmal die Treppen hoch. Da kommt noch ein Fahrstuhl. Und ich wette, wenn du den benutzt, wird sich wahrscheinlich meiner hier auch wieder bewegen, der andere. Bei dem Fahrstuhl ist so ein Dynamitzeichen auf dem. Ah, bei mir auch, bei mir auch, bei mir auch. Das heißt, die bewegen sich bestimmt auch wieder parallel zueinander. Okay, bist du drin? Nee, ich kann... Ich warte mal, ich stelle mich oben mal rauf auf den Fahrstuhl. Okay, jetzt. Okay. Ah, ja, sehr, sehr gut. Okay, cool. Als ich mich nämlich oben raufgestellt habe, konnte ich nämlich eins höher fahren, sonst wäre der nämlich auch wieder auf derselben Etage. Ah, sehr, sehr gut. Okay. Ich habe den nächsten Fahrstuhl, der ist wieder mit so einer umgekippten Lore. Ja, ich... kommt gleich, war gerade unten, da ist aber gerade nichts, okay. Mein Fahrstuhl. Ja, da ist auch so eine Lore mit Zeug drin. Okay. Tipp mal nach unten. Ja. Was passiert dann bei dir? Bist du dann oben? Ich bin oben, ja. Aber okay, ich komme. Hier oben komme ich nirgends raus, da ist nichts für mich. Okay, dann komm wieder rein, dann gehe ich mal nach oben mit dem Fahrstuhl. Okay, da komme ich auch nicht raus. So, ich bin jetzt ganz oben. Ich bin jetzt wieder ganz unten im Schnee, aber da geht's weiter für mich. Okay, sehr gut. Ich glaube, sind wir jetzt wieder... Ah, nee, da ist ein... Ah, da ist wieder der mit dem Dynamit. Ich habe hier einen mit so einer Minenhacke sonst noch. Der ist... Ja, das ist ja der alte von vorhin. Also ich nehme mal an, wir müssen beide hier hochkommen... Irgendwie. Ich habe so eine Art Blubsklo gefunden. Naja. Okay, weiter hoch geht's nicht. Okay, also ich sehe den Aufzug mit der Hacke. Ich komme aber nicht rein. Also er ist oben. Ja, okay. Bei mir ist er auch verschlossen. Du kommst auch nicht rein. Okay, und dann hätte ich noch den mit dem Dynamit.
Mach den mal. Warte mal. Warte mal, dann. Dann warte mal ganz kurz, bevor du den machst. Dann komme ich nämlich da nochmal hin runter und setz mich auf den rauf. Okay. Okay, ja, mach den mal mit dem Dynamit. Achso, du machst den runter. Kannst du den auch hoch machen? Ich probiere es, Moment. Und noch eins? Ja, sehr gut. Das ist perfekt. Sehr schön. Jetzt bin ich nämlich oben und jetzt kann ich. Okay, jetzt bin ich auf dem mit der Spitzhacke, mit der Minenhacke. Geh mal da durch. Okay, Moment. Warte mal, Der mit der Spitzhacke, der. Ah, mit dem Spitzhacke kann ich hoch und runter fahren, wenn ja, dir das dann, was bringt. Ja, das wird mir was bringen. Dann wäre runter nämlich oder hoch? Runter. Also du musst ihn nach oben drücken, damit er bei mir runter geht, ja. Okay, gut, jetzt bin ich drin, ja. Noch eins? Oder? Also noch höher kann ich nicht. Ich kann nur noch runterfahren sonst. Ja, mach noch mal runter. Nee. Andere Seite? Also ich kann nur bis hier. Weiter geht er nicht. Geht's nicht höher? Nee, also nur die beiden Richtungen hier sind möglich. Okay, dann bringt mir der jetzt nicht viel. Warte mal. Es sei denn, ich glaube, der geht trotzdem noch höher. Aber ich muss nochmal herausfinden. Ah nee, warte, hier ist der andere Aufzug, der bringt mir nicht. Ich probiere es mal selbst kurz. Ja, da geht nichts. Also er geht auf jeden Fall noch einen höher, aber wir sind nicht da, wo er eins höher geht. Aha, irgendwie okay. Kommt da noch eins höher, weil ich habe nämlich noch eine Station da drüber. Ich hatte aber auch noch einen anderen Fahrstuhl. Ich, da unten war ich da jetzt schon. Ne, da war das Dynamit. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee, weil bei mir ist jetzt nämlich gerade bei dem Fahrstuhl, den wir gemacht haben. Oder war ich da oben schon? Nee, ich glaube noch nicht. Ich müsste jetzt noch mal. Ja, warte mal, bevor. Kannst du mal noch mal den Dynamit-Fahrstuhl machen? Ja. Oh, kann nicht tun. Ich glaube, dann habe ich nämlich eine Idee, wie wir da hinkommen. So? Noch höher? Also, bei mir tut sich gerade gar nichts bei dem Dynamitfahrstuhl. Noch, ach so, ja, ich muss ja da nach unten. Ah, jetzt, okay. Ja. Noch eins höher, bitte. Perfekt. Und, noch eins runter jetzt. Ja. So. Super, genau. Und jetzt nochmal zu dem, warte mal, jetzt gehe ich hier nochmal hin. Bist du an einer guten Stelle, wo du auch weiterlaufen kannst? Bin mir nicht sicher. Also ich habe noch diesen Aufzug, wo die Minen voll mit Zeug ist. Genau. Geh da mal kurz rein. Dann gehe ich damit nämlich mal nach oben. Okay. So, warte. Bist du bereit? Ja. So, warte. Da ist noch nichts. Und jetzt kann. Nee, warte mal. Okay, das war jetzt die. Das ist total verwirrend. Jetzt habe ich. Okay, jetzt habe ich wieder den Dynamitaufzug. Warte. Ich glaube, ich habe jetzt den perfekten Aufzug für uns beide. Warte. Okay, ich bin wieder hier. Ja, komm mal hier unten hin. Kannst du noch mal ganz an den Anfang kommen, wo wir waren? Ich kann gucken. Mit welchem Aufzug? Mit egal welchem Aufzug eigentlich. Also, kannst du jetzt einfach du an sich nochmal da, wo wir ganz am Anfang hier bei dem ersten Aufzug, bei dem allerersten Aufzug. Muss ich mal rumprobieren ein bisschen, Moment. Ne, da komme ich nicht raus. Da unten war ja nur der eine Aufzug, da komme ich nicht raus. Ne, dann probiere ich es nochmal oben. Der. Da ist das. So, jetzt kann ich nur noch bei dem probieren. Ich meine, da war sowieso noch ein Weg, den ich mir nicht angeguckt habe. Weil ich habe sonst nämlich den perfekten Aufzug jetzt theoretisch für uns beide, aber ich weiß gar nicht, was wir dann damit machen sollen. Weil hier komme ich nämlich da. Hier könntest du einsteigen. Also ich komme im Moment hier gar nicht raus. Okay, das heißt, wir müssen es doch nochmal anders machen. Ah nee, du musst auf der anderen Seite, denke ich, da drüben. Ja, du musst da drüben irgendwie hin. Okay, das heißt, du musst hier. Oh, hallo, Sammy. Das heißt, du musst. Also ich bin jetzt theoretisch bei dieser Mine, wo wir beide hin müssen. Mhm, okay.
Das heißt, wir müssen dich irgendwie noch hier oben hinkriegen. Warte mal, wo ist denn diese Mine? Ist die relativ weit oben? Nur mal zur Orientierung. Die ist ganz weit oben, also komplett ganz weit. Dann gucke ich jetzt nochmal. Also wenn ich mit dem hochfahren würde, dann... Moment mal, hier. Ich habe jetzt, glaube ich, doch noch einen Weg gefunden. Moment. Hey. Wow, wo komme ich jetzt hin? Das ist... Oh, das ist ein Aufzug mit einem Diamanten. Mit einem Diamanten. Ist es der Siehst hier? Du den? Mit einem Dino und einem Diamanten? Nee, der nicht. Nee, ich sehe nur einen Diamanten. Warte. Dino habe ich noch nie gesehen. Okay, das ist dieser Schubkarren. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht siehst du ihn ja dann auch in Bewegung. Okay, geht nur in die Richtung. Dann bin ich wieder Also bei unten. Mir bewegt sich, glaube ich, ich bin jetzt wieder unten. Ah ja, sehr gut. Ich bin noch draußen. Okay, dann komm mal. Ja, perfekt, perfekt. Mhm. Dann komm mal da zum Anfang bei dem Aufzug wieder. Ja, genau. Mit dem Hochfahren? Ja, sehr gut dann. Nee, auf deiner Seite komme ich nicht hoch, das ist ja der Diamantaufzug. Wenn ich mit dem einen runterfahre, dann geht ja deiner hoch. Ich kann ihn. Haha, jetzt. So, kommen Sie mit, steigen Sie ein. Hey. Hier wird's lustig. So, dann brachte uns das nämlich doch was, dass wir zusammen den da nehmen können. So, wir gehen jetzt hier hoch. Okay. Und dann haben wir jetzt nämlich den hier. Wuhu! Ich will auch hoch. Okay. Ah, so, und damit können wir jetzt komplett nach oben fahren. Da ist ja der Dino. Jawohl. Cool. War doch gar nicht so schwer. Ja, aber die armen Leute, die hier gearbeitet haben, was die für eine Problematik haben. Schlepp mal das nach Auenweg. Okay, es dauert nur 2 Stunden. Oh Gott, ey. So. Das dauert schon. Ah ja, okay. Ach du Kacke. Shit, du musst auf der anderen Seite stehen. Oh nein, das ist nicht. Darf man sich ich hab's schon fast befürchtet, ne? Dass das. Okay, dass warte man das mal. Doch dann separat machen muss. Soll ich mal auch auf die andere Seite oder willst du lieber nochmal? Also, ja, du musst auf die andere Seite kommen. Ja. Also, irgendein Fahrstuhl muss man dann bewegen, dass ich diesen Schalter finde. So, also. Das Ding ist, ich kann ja jetzt wirklich alle Fahrstühle bewegen, jeden. Weil dieser Dino-Fahrstuhl, der bleibt ja jetzt erstmal da, wo er ist. Ja, dann werde ich jetzt einfach, probieren wir jetzt einfach mal alle durch und irgendeiner wird mich schon weiterbringen, denke ich. Ups, kann ich. Na, du musst auf die andere Seite komplett wieder. Ja, okay. Okay, dann. So, okay. So, dann sag mir einfach genau, welche Fahrstühle du brauchst, um ganz oben anzukommen. Okay. Ich glaube nämlich, bei einem muss ich auf einen drauf, anstatt reingehen, aber muss mal gucken. Okay, du kannst. So. So, sehr gut. Du bist jetzt da drüben. Gut, dann rennen wir mal hoch. Ich überlege halt, wie ich meinen hier noch brauche später, weil ich glaube, der fährt parallel mit dem da. Also der... Aber mal schauen. Jetzt muss ich erstmal mit dem wieder rüberfahren, nehme ich an. So, schau mal hier. Ich nehme an, dass der hier, der müsste es eigentlich sein. Oder der. Okay, wir probieren es jetzt mal mit dem Spitzhacke. Wenn du den... Ja, da muss ich eben hoch. Wo war denn Spitzhacke? Oh Gott. Ich glaube, da komme ich gerade nicht ohne deine Hilfe hoch. Okay. Wie kann ich helfen? Du müsstest noch mal in den Sprengstoffaufzug gehen. Mhm, okay. Nee, warte, Sprengstoff ist... Ups. Oh, sorry. Sprengstoff ist egal. Du müsstest noch mal in den Lorenaufzug gehen.
Lore, okay. Da muss ich erst nochmal hochfahren. Die Lore, war die hier? Nee, da war gar nicht, oder? Oder fühl mich nochmal mit dem... Oder drück nochmal beim... Die Lore hätte ich jetzt. Okay. Aber den kannst du, glaube ich, nicht so weit runterbringen, oder? Bring dir mal nochmal... Noch so. Eins runter? Noch eins? Okay, jetzt wäre ich in dem Lorenaufzug. Okay, soll ich dich jetzt wieder... Ja, kannst mich jetzt... Genau, kannst mich wieder hochbringen. So, jetzt bin ich da und jetzt bin ich auch beim Spitzhacken-Ding, aber... Nee, okay, wir müssen es wieder anders machen. Oh Gott, das ist ja verwirrend. Also, warte, ich fahre nochmal mit der Lore 2 runter. Mhm. Du müsstest mir jetzt nochmal den Sprengstoffaufzug 1 hochfahren. Okay, Moment. Sprengstoff 1 hoch. Richtig. So, jetzt bin ich bei der Spitzhacke angekommen. Was brauchst du da? Das Problem ist, dass ich jetzt gefangen bin, wenn ich den so... Also, ich kann ja... Warte mal, ich kann ja jetzt raus. Ja, du bist immer noch bei der Spitzhacke, genau, ne? Genau, bin immer noch da. Moment. Hinrennen. Okay, dann probier mal. Nach oben oder nach unten? So nach... Also... Nur so geht. Okay, so, nur so geht, okay. Ja, das ist auch die einzige Dings, die man machen kann. Okay, schade. Ich hätte gedacht, da geht's gleich eins runter, dann könnte ich drauf. Okay, dann bringt der mir leider nichts, weil... Okay, schade. Dann ist es doch... dann muss es doch der andere sein, der hier. Der mit der Lore. Wenn ich da... Guck grad mal, wo bin ich jetzt? Oh, ich glaube, bin ich jetzt richtig? Moment mal. Bist du angekommen? Oh, kannst du nochmal die Spitzhacke machen? Ich meine, da ging gerade... Jetzt? Ja, jetzt kann ich das wie eine Brücke benutzen. Genau das habe ich nämlich vermutet, dass ich über die Spitzhacke muss. Ja, ja, genau. So, ich glaube jetzt... Eins hoch? Mal. Ich bin jetzt... Okay, du kannst zu deinem Dino gehen. Okay. Glaube ich. Okay. Weil ich stehe jetzt direkt vor einem Dino-Aufzug. Okay, Moment. Aber shit. Ich komme jetzt natürlich nicht mehr zu meinem Dino, weil ich den runtergefahren habe. Oh, No. Ah, tricky. Ja, das Problem ist, dadurch, dass ich den Dino-Aufzug schon runtergefahren hatte, jetzt komplett, okay. Weil ich dachte, ich könnte dann da unten einsteigen. Ja, ich muss also ich kann... Ja, ich kann aber nur zurück... Also die Spitzhacke müsste so bleiben, wie du sie gerade... Ja, die wäre okay. Die kann man so lassen. Okay. Ich bräuchte... Also nee, sie müsste jetzt verändert werden, sonst komme ich nicht zurück. Achso, okay, ja, gut. Weil ich benutze die dann als Brücke. Wir hätten es jetzt wahrscheinlich schon fertig gehabt. Mhm. Also es ist wichtig, dass die Spitzhacke, dass du die jetzt nicht mehr benutzt, sonst kann ich später wieder nicht drüber. Die muss genauso bleiben, warte. Wenn das geht. Ja, mal gucken. Okay. Ich müsste jetzt noch den Sprengstoff-Dings bekommen, den... Okay, Moment. Ah, ja, das war das Problem, weil wir hätten es jetzt, glaube ich, schon fertig gehabt, wenn ich jetzt meinen Aufzug da gelassen hätte, wo er war. Okay, Sprengstoff. Den brauchst du so. Ja, und jetzt nochmal einen runter. Ja, perfekt. Okay, kann ich zurück zum Dino? Ja, warte ganz kurz. Geht es, dass ich dir noch ein... Oh, bitte. Ja, ich weiß, ich hab dir dein Dings verbaut. Aber macht nichts. Wenn ich einsteige, wird's gehen. Also, ich kann ja mitfahren. Ja, dann. Nee, aber... Nee, so komme ich auch nicht runter. Ich muss... Ja, ich brauche nochmal den Sprengstoff nochmal. Ich glaube, wir müssen das nochmal resetten quasi. Den Sprengstoff nochmal eins hoch. Okay. Wir müssen das gleich, glaube ich, nochmal machen. Und... Warte, jetzt muss ich damit noch eins runterfahren. Und jetzt... Kommst du jetzt theoretisch noch hoch, da wo du eben warst? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, wird gehen. Mhm. Okay. Dann mach mal. Moment. Also zum Dino soll ich jetzt, ja? Genau, wenn es geht. Okay. Moment. Ach, oh, jetzt bin ich verwirrt. Ach, nee, es war ja den. Okay, Moment. Mhm. Das ist total verwirrend. Mhm. Zweimal hoch. So, die Brücke ist noch da. Wunderbar.
So, und da öffnet sich auch schon etwas. Ich stehe jetzt, Moment. Okay. Schalter sehe ich zwar noch nicht, aber kannst du den Dino betätigen mal? Wohin? Hoch oder runter? Ja, hoch sieht gut aus. Huch. Moment. Das noch ist kompliziert. Nochmal eins. Ach Gott, das geht ja noch höher, okay. Jetzt fühle ich mich ein bisschen eingeengt. Stopp. Nein. Hä? Warte mal, kann ich da hochspringen? Weil da gehen nämlich die Tore auf, aber das ist ein bisschen... weiß nicht. Sonst musst du vielleicht in den Dino rein? Geht das auch? Ja, natürlich. Ich... Okay, nochmal eins hoch für dich, damit es runter geht, genau. Jetzt eins runter. Eieiei. So. Das ist kompliziert, Mann, dieses kann System ich selbst hier. Ah, natürlich, ey, wenn ich auf dem Dach stehe, dann ist es natürlich verschoben, ich hält. So, ich bin an meinem Schalter. Okay, sehr gut, warte, jetzt muss ich noch. Frage ist, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, weil... Ja, die Spitzhacke müsste jetzt wieder eins hoch. Ja. Okay, ja, kriegen wir das? Okay. Warte mal. Vielleicht kriege ich das aber hin. Moment. Warte mal. Ich glaube, ich kriege das hin. Okay. Ja, ich kriege das hin. Super. So, eins hoch. Okay, und hier geht es dann auch noch hoch. Okay, alles klar. So. Aber nee, im Moment, ich bin gar nicht da, wo ich hin will. Alles gut. Ich wette, also, ich bin so verwirrt. Wie weit, aber ja, eben hätte die Spitzhacke so, nicht noch eins hoch. Okay, jetzt bin ich da. Oh mein Gott. So, zur gleichen Zeit ziehen? Gerne. Dann los. 3, 2, 1, jetzt. Ich glaube, ich hab's verkackt, oder? Hast du gehalten? Nee, ich hab nur kurz gedrückt. Jetzt, okay. Jetzt. Oh, rauf, runter. Oh mein Gott. Warte mal, bei mir ist noch nicht offen. Warte mal nochmal. Nein, bitte sag es nicht. Also jetzt. Bei mir ist. Okay. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Ich hatte ja schon wieder Panik. So, ich wink dir mal hier von der Seite zu. Hallo, ich bin noch draußen und winke noch. So, ich bin schon rein. Okay, das war das schlimmste Hoch-Runter-Spielchen, was wir je machen mussten. Ja, Aufzugspanik hier. Ja, da freuen wir uns doch auf die nächste Folge. Die wird bestimmt auch super lustig werden. Und dann würden wir einfach mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von We Were Here Together. Bis dahin sagen wir Tschüss.